So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Trank Fever. Und genau zu sein, die Folge 3.7 oder so gesagt, die 37. Folge. Wir sind stehen geblieben, indem wir letztes Mal die Buße in Aub, Bernsdorf und Luschendorfer Hof ausgewechselt haben. Das hier oben. Und da hatte ich ja diese schwarzen Streifen gehabt. Also ihr seht jetzt am Anfang immer das Spiel. Komischerweise habe ich die da nicht. Weiß nicht wieso. Wieso ich die dann immer zum Ende hin habe. Naja. Egal, wir wollten weitermachen, indem wir eigentlich mal den Ölzug und den Güterzug hier mal austauschen, weil gut, der ist jetzt gerade unter der Erde, den sehen wir nicht, also im Tunnel, und der andere, der ist, na, drücken wir mal Pause, und ihr seht selber, der ist noch einer von den ersten im Jahr 1850. Unser Ölzug mit 40 km/h. Und er schafft genau 45. 1, 2, 3, 4. Na toll. Nicht gerade super toll und schnell. Das heißt, wir wollen die mal, oder ich möchte die mal jetzt hier aussortieren. Reinschicken, würde ich gerade sagen. Verkaufen, und dann werden wir mal einen neuen Zug kaufen, vielleicht auch mal elektrifizieren, die kleine Strecke, weil die ist relativ sehr kurz. Da bräuchte man eigentlich so einen schnellen jetzt eigentlich fast gar nicht. Da der hier den meisten Weg hat, der Gütertransport. Mal, wie viel macht der? 62, und der wird dann auch so ungefähr 62 produzieren. Ja, weniger sogar noch. Jo, den machen wir mal in Depot schicken. Und wenn er in einem Depot ist, werden wir auch gleich einen neuen kaufen. Ja, elektrifizieren das jetzt einfach hier. Wird gar nicht gefackelt. Blöd ist immer, wenn die im Weg sind, diese Fahrzeuge, dann geht das schlecht. Na komm. Nur elektrisch. Elektrisch. So, machen wir trotzdem noch eine Pause, weil sonst geht ja uns so einiges durch die Lappen. Das andere Blöde ist, jetzt haben wir natürlich auch keine Waren mehr. Ja, jedes Mal durch ein Upgrade haben wir uns das ganze Öl weg. Ist natürlich richtig schön scheiße. Naja. Wie immer. So, jetzt haben wir gleich den hier auch noch elektrifizieren, wenn wir schon dabei sind. Wir den eigentlich auch gleich sagen, fährst jetzt ins Depot. Was ist Luschendorf Waren 1 und Ölzug 1? So stehe ich gerade fest. Weil der muss ja eh von hier ganz hinten ins Depot. Nach vorne war keins. Das haben wir extra so gemacht. Okay. Da müssen die jetzt eben ohne. Ja, wenn der mit 40 hierher kraucht, wird das jetzt ein bisschen dauern. Kann man erstmal gucken, was man hier für... Nein, erstmal das jetzt wieder wegmachen. Kesselwagen verkaufen.
70.000 Asparuh alt. So einen kleinen. Da wir schon wieder neue Züge bekommen haben, zumindest das eine schon wieder weg ist. Naja, okay. Haben wir jetzt wieder natürlich die ganz schnellen, die man ja so im Prinzip gar nicht wollen oder ich nicht will. 100 Zugkraft, 196 und der ist natürlich 56. Na, ich glaube, wir nehmen doch den hier. Oder 135, 196. Also doch so zwischen Schwanken zwischen den beiden hier. Böhm, 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 nimm mal den. Oder den. Das ist eine gute Frage jetzt hier. Ja, die müssen nicht vergessen, die sollen ja beide noch Gewinn machen. Ich nehme den 47er. Wobei. Ne, wir können einen wieder verkaufen. Kriegen mal das gleiche Geld wieder. Passiert nichts, habe ich zu doll gedrückt. Kesselwagen. Immer noch. Na gut, hätte man die gar nicht verkaufen sollen. Mann, jetzt kaufen wir jetzt einfach mal 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und da hinten, der hat dann. Wo ist er denn? Er kommt langsam angekrochen. Ich finde den echt krass. Ja. 40 hat der mit. Der hat dann nämlich noch den hier, genau. Also 5 Wagen. Also ein Güter. 40. Naja. Dann waren wir 5 davon dranhängen und dann ist das okay. So, Züge kaufen, wenn man natürlich eigentlich, wenn man genau den gleichen kaufen. Weil der ist einfach zu dünn. 135, 196. Ah, 125. Wir holen den hier. Ganz einfach kaufen. So, davon. 5 davon sind doch mal 65, aber 6 oder nee. 6 mal 3, 78. Ach, okay. Wäre 65. So haben wir. Ah ja. Bisschen übertrieben, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 reichen. So, den werden wir jetzt der Linie zuweisen. Holzzug ist natürlich schlecht. Wie ist denn das Ding überhaupt? Irgendwas mit Öl. Öl zu. Ne, Waren. Das war der Warnzug, genau. Also Linie zuweise, Warenzug. Löschendorfer Hof. So, und der war Linie. Jetzt natürlich nicht rausfahren, weil der hier drinnen noch auf der auf den gleichen Weg fährt.
wir keine Signale gesetzt haben, deswegen. Nur wenn er hier das Stück raus ist, fährt er. Ja, so, da haben wir das jetzt erstmal erledigt. Auf der Hoffnung, dass die dann ein bisschen mehr produzieren und der dann auch ein bisschen mehr herstellt hier drüben. Weil es geht jetzt ein bisschen flinker und flotter. Weil die 40er-Züge sind jetzt abgeschafft. Zum größten Teil wüsste ich jetzt nicht, dass wir noch einen hätten. Gut, er wird jetzt natürlich nichts nehmen und muss jetzt sozusagen auch fahren. Kein Weg. Arr. Okay. Wir haben nämlich natürlich was vergessen. Die Elektrifizierung. Das ist ein bisschen ein blödes Zoom wieder. Gut, jetzt hat er natürlich Weg. Jetzt muss er Gas geben. Der steht nämlich jetzt hier immer, das ist so ein Teilstück hier und deswegen wartet der, bis da jetzt wieder frei ist und dann fährt er da rein. Und der hält da natürlich auch wieder auf dem anderen Gleis an. Das ist ja bloß, damit der dann auch wegen des Depots auch hier lang fahren kann und das Gleis wechseln kann. Der hält dann sozusagen auf den zweiten wieder ganz normal an. So, das müssen wir jetzt natürlich laufen lassen. Die Produktion ist natürlich jetzt voll im Arsch, weil wir das jetzt natürlich gestoppt haben. Ist jetzt gerade nicht so bombig. Das wird sich, hoffe ich, mal wieder einpegeln. Scheiße, die werden alle kleiner. Ja, weil die jetzt, denke ich mir mal, woanders lang gelaufen sind. Genau, bingo, die sind jetzt, oder die haben jetzt einen Umweg genommen, sagen wir es mal so. Das pegelt sich, hoffen wir es mal wieder ein und dann sollten die auch irgendwann wieder langsam Plus machen. So, da haben wir die jetzt größtenteils wieder ein bisschen aktuell gehalten. Oder so, gut, sehr aktuell gehalten. Hier ist Mottentotschlag. Regionalbahn 1, Bernsdorf Aup. Also das sind dann unsere nächsten Kandidaten, denke ich mal. Aber wir gucken erstmal auf die andere Liste, was wir hier noch haben. Was so weg sollte, waren Straßenfahrzeuge, waren Bernsdorf 32 Jahre, waren Oberhausen-Rheinhausen 32 Jahre. Waren 1 und Waren 2. Okay, Waren 2. Waren Bernsdorf 2. Bäm, die müsst ihr mal selber zeigen, um Gottes Willen. Waren Bernsdorf 2. Ja, nicht zu vergessen, die fahren ja alle schon 50, ne? Glaube ich. Und ja, leitet die da ein bisschen richtig auf. 40. Wenn ich mich nicht irre. Müssen wir jetzt mal gucken. Also waren Bernsdorf 2. Brauchen jetzt mal bloß so ein Depot finden. Kann man mal gucken. Waren Bernsdorf. Da 95. Also wesentlicher Unterschied, ne? Dreimal schnellere Ladegeschwindigkeit und dann ist das eigentlich schon selbsterklärend. So, jetzt mal ein bisschen gucken, wo die sind. Waren Bernsdorf 2. Die hier sollen das sein. Machen wir die mal weg.
Okay. Die fahren dann hier runter und da hoch. Also, Warenbernstorf 2. Das sind wie viel? 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Die machen sogar Plus. Da reichen dann vielleicht 4. Wobei, ich frage mich immer, wie viel kann er tragen? 8. 8. Wie kann er neu... Ach, nicht sowas. Hä? Also, alles klar. Haben ein bisschen verdrückt. 8 und 11. Also, ja, 6. Warenbernstorf 2. Der kann natürlich komplett verkauft werden. Eins, zwei, drei, vier. Warenbernstorf 2. So, was mir jetzt noch so gerade einfällt, dass er jetzt die 37. Folge oder 3.7, die kommt jetzt gleichzeitig oder ist gleichzeitig mit der 36. Folge rausgekommen oder 3.6 Folge. Liegt nämlich daran, ich habe jetzt so die letzten Wochen ein bisschen dahin schleifen lassen, sagen wir es mal so. Nee, ich habe mich eben noch um anderes Zeug kümmern müssen sollen. Hab dies und jenes auch noch an Besorgungen bei mir gehabt zu Hause, deswegen ist das alles so ein bisschen hinterhergehinkt. Ist das ein bisschen hinterhergehinkt? Ja, gutes Deutsch. Hing das ein bisschen hinterher, so rum. Und ja, jetzt die Woche wird ein bisschen mehr Gas gegeben. Also Sims 2 steht in den Startlöchern schon bei vielen eigentlichen Kanälen zu sehen. Bei mir kommt es jetzt noch nach, sozusagen. Also möchte ich auf jeden Fall zeigen. Dann bin ich auch noch am Überlegen, da ich ziemlich oft den Euro Truck Simulator 2 Spiele, also auch Multiplayer. Also als Multiplayer ist so eine Mod-Version. Offiziell gibt es ja den als Multiplayer nicht. Zumindest nicht auf dem richtigen kaufbaren Version gibt es keinen Multiplayer. Das muss man sich runterladen. Auf einer bestimmten Internetseite, die ist kostenlos und dann kann man das Ding als Multiplayer spielen. Was relativ sehr sinnvoll ist oder lustig ist, wenn man ja zum Beispiel mehrere hat mit 8, 6, mit 8 Mann oder mit 10 Mann oder auch sogar mit 4 oder mit 3, kann man so einen kleinen schicken Konvoi machen. Das sieht dann relativ lustig aus, wenn dann so 10 Mann hintereinander fahren. Ja. Man kann auch viel Scheiße machen, sagen wir es mal so, aber das werden wir dann in einem anderen Video dann sehen oder klären, werde ich das dann, ja nicht klären, dann zeigen. Also das ist jetzt so also die nächsten Tage, was ich machen will. Das ist jetzt eben nochmal dieses Sims 4, was auf jeden Fall noch kommt, was ja bei mir eigentlich einen super Eindruck hinterlassen hat, performancemäßig und so weiter, ist das richtig gut geworden. Dann kommt ja noch das Euro Truck Simulator 2, möchte ich jedenfalls zeigen, in der Multiplayer-Variante. Dann geht es hier natürlich weiter mit Train Fever, dass wir irgendwann mal, also hier im Spiel sind es noch 10 Jahre bis 2000, also wir möchten ungefähr über das Jahr 2000 kommen und dann so relativ die neuesten Züge möchte ich schon haben. Und dann werden mal sehen, ob wir uns hier dann weiter im Plus begeben oder ob wir dann wirklich gnadenlos bankrott gehen, so wie ich das in meinen Offline-Spielen hatte. Gut, was gibt es noch zu tun? Hier auf jeden Fall noch einen anderen auszusortieren.
Waren Oberhausen Rheinhausen. Oh Gott, einmal den und einmal den. Oberhausen Rheinhausen, so wo seid ihr? Scheiße. Also Waren Oberhausen Rheinhausen ist das hier. Okay, das ist einmal die Seite. Was ist der andere? Ich tippe mal der da oben. Bingo. Also hier sind nämlich auch noch die, ihr seht's, die alten Gammelkrücken. Waren Oberhausen Rheinhausen. Jetzt muss man bloß sehen, wer ist hier näher dran. Oder wo sind wir näher dran? Depot, 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 Depot. Oh, pardon. Ist das jetzt hier nur das einzige Depot da oben? Okay. Sieht so aus, da haben wir die einzigen drei Depots. Das einzige Depot für die zwei. Hier oben eben. So, dann ist das Waren Oberhausen Rheinhausen 1 oder Waren 1 Oberhausen Rheinhausen. Der hier, das sind bloß 3. Die machen natürlich minus Waren 1. Muss was gucken, dass ich wirklich einen richtigen treffe. Am Waren 1 Oberhausen Rheinhausen. Waren 1 Oberhausen Rheinhausen. 1, 2, 3. Waren 1, Waren 1. Oh yeah! Schön, wir kriegen neue Fahrzeuge und danke. Schienenbus. Also auch nicht schlecht. Kesselwagen auch nicht schlecht. Oder sogar richtig gut. Für oben für unseren Luschendorf. Müssen wir uns nochmal angucken. Wir haben ja jetzt bald ein Jahr. Dahin bekommen. So, die müssen jetzt mal alle weg hier. Oh ne, die muss ich jetzt noch wegdrücken, verdammt. So. Dann waren zwei Oberhausen Rheinhausen. Waren zwei Oberhausen Rheinhausen. Den machen wir plus 82 Sekunden. Waren zwei Oberhausen Rheinhausen. Auch 3 Stück. 1, 2, 3. Waren zwei Oberhausen Rheinhausen. So, und die fahren in die andere Richtung lang. So, dann sind die Dinger auch geklärt. Und die fahren dann auch wesentlich etwas flinker, zügiger. So, Schienenbus ist natürlich, sag ich jetzt mal, das ist gar nicht mal so schlecht. Im Prinzip her, von der Überlegung her, ist es nicht schlecht, einen Schienenbus zu haben. Andererseits eigentlich total sinnlos. Weil erstens sind es nur 14 Passagiere, die da reinpassen. Und zweitens kennt jeder einen Schienenbus. Und da hat noch niemand einen Waggon angeschlossen. Also das ist ein bisschen Quark. Und jetzt, um die Anzahl zu erreichen, um 100 Passagiere zu transportieren, also sollten wir hier schon knapp 8 so eine Schienenbusse hintereinander ranhängen. Also um dann das zu erreichen. Und dann müssten wir auch rechnen, die Betriebskosten für jeden einzelnen, das mal 8. Das sind ja bei 1,6 Millionen im Jahr. Und ob das dann wirklich notwendig ist oder sich lohnt, bezweifle ich. So, was anderes, Kesselwagen. Finde ich schon mal eigentlich sehr aufregend. Der passt. Ja gut, das ist ein Hoch für Höchstgeschwindigkeit. 200 km/h. Wo soll ich ihn jetzt ranbaumeln? An mein Kleiner drüben. Kann ich das machen? Er trägt den 15 und der andere war A9. Gut, die Betriebskosten sind natürlich ein bisschen mehr. Hält aber 60 Jahre, der hält nur 30 Jahre. Aufladegeschwindigkeit ist dreimal statt zweimal und das ist dann schon wieder was anderes. Rungenwagen ist natürlich auch was ganz Geniales. Der ist natürlich viel flotter unterwegs. Sieht man ja wieder bis zu 200 km/h. Können 13 mal Holz annehmen.
Und natürlich Geschwindigkeit, die Ladegeschwindigkeit dreimal so schnell wie bei dem herkömmlichen. Problem jetzt bloß bei der Sache, wir haben die Schenke schon alle so ein bisschen ein- und aussortiert. Ich will jetzt mal gucken, ob der jetzt hier voll ist. 102. Aber hier fährt wirklich noch einer. Na gut, die fahren auch noch alle mit Dampf, weil wir hier eine Strecke noch mit Dampf haben. Oder noch generell die mit Dampf haben. Also wie gesagt, jetzt kommt das wieder so langsam, was ich meine, in diese schwierige Phase, wo wir dann umändern sollten in Elektrifizierung, also das upgraden sollen. Und dann auch vielleicht überlegen müssten, die Strecke zu einer Hochgeschwindigkeitsstrecke zu upgraden, weil die Zeit eilt uns voraus und wir sind dann sonst zu langsam. Also die sind dann deutlich zu langsam, weil der fährt jetzt 72,70 so hoch und die sind dann am Ende 90 km/h und die sind dann viel schneller und sagen, nö, warum soll ich jetzt den hier nehmen? Dann nehme ich doch lieber mein eigenes Auto, statt mit der Bahn zu fahren. Und hier ist dann nämlich eben wieder so ein Ding, wo wir sagen müssten, ja, wir müssten jetzt hier upgraden. Alles elektrifizieren, soweit wie wir das können. Da sollten wir dann auch in der nächsten Folge, das mache ich jetzt nicht mehr. Wobei, man könnte jetzt noch ein bisschen anfangen. Oder auch nicht. Wir können das wirklich in der nächsten Folge machen. Wir müssen dann hier hinten anfangen, das alles zu elektrifizieren. Und das geht dann wirklich vor bis zu unserem großen Bahnhof Aub. Da schon ganze Stück und eine ganze Menge. Und dann müssen wir eben sehen, wie das dann so weiterläuft. Ob das auch so klappt. Und ich dann wirklich nicht ins erbarmungslose Minus reinkomme. So, wir gucken mal ganz kurz unseren netter Ölzug. Was macht denn der? Der hat jetzt aufgeladen. 5. Naja, er holt sich langsam wieder, ne? Also er hat auch wieder das weggemacht mit der Verkleinerung. Ja, und der da natürlich auch, ne? Also er ist nicht kleiner geworden, sondern hat dann eben das wieder weggemacht und hat jetzt eben die ein paar Kisten auch hingestellt. Es sind allerdings eben bloß 10. Das ist natürlich jetzt nicht die Welt. Die Züge werden auch nicht gerade viel Plus machen. Also das sind so eine Dinger hier, die uns nicht gerade besonders super viel reich machen werden. Das weiß ich jetzt schon, deswegen brauchen wir jetzt hier auch nicht viel ändern an der Sache. Man kann hier höchstens separat hier wieder so einen Bahnhof draus machen. So ein guter Bahnhof und so ein Übergangsbahnhof von Waren zu den Produkten. Und die mit jemand anders noch verbinden. Die Frage ist dann immer noch, wohin soll der das was liefern? Der kann jetzt zum Beispiel noch, wenn wir jetzt sagen, oh, der hat jetzt noch eigentlich ein paar Produkte übrig, kann er ja eigentlich noch hier runterfahren. Problem ist jetzt bei der Sache, der hat sich natürlich komplett zugebaut, der Bahnhof. Also ihr seht, hier ist, der ist voll. Also ich komme hier hinten nicht mal raus, weil so wäre das bessere Stück gewesen. Hier ist zu, hier steht ein Haus, also müssten wir uns, wobei es noch ginge hier so außen rum hier ran. Das muss man sich natürlich erst noch überlegen, ob wir es wirklich so machen wollen. Dann, ja, gibt es noch vieles anderes zu tun. Wie gesagt, die Elektrifizierung von Luschendorfer Hof nach Gilching. Und von Gilching geht es dann eben nach Weidenberg und vom Weidenberg dann nach Aub. Also das ist so die Elektrifizierung oder die nächstes größere Projekt, was wir hier an Trainfever machen müssen. Dann wie gesagt, der neue Zug hier, der Schienenboost, der ist gut gemeint an die Entwickler, finde ich auch tolles, interessantes Feature, beziehungsweise den Zug als einzusetzen, aber leider natürlich auch total unbrauchbar. Mit der Zeit zumindest. Also wäre der jetzt ein bisschen eher gekommen im Jahre 1900,
Das wäre viel sinnvoller gewesen, als ihn jetzt fast im 20. Jahrhundert einzusetzen, wo unsere Bewohner schneller wären mit den Autos. Da lohnt sich der schon gar nicht mehr. Und in den Massen, die wir transportieren, lohnt sich das auch nicht, weil wir gucken jetzt mal blöderweise den, wenn ich ihn kriege. Der hat 60 Mann. Ja, toll. Da muss ich dann viermal. Gut, das würde noch gehen, aber. Das ist dann aber auch nicht mal gerade so zeitgemäß, sag ich jetzt mal, den hier noch einzusetzen. Der hat 59, 70. Was hat der jetzt? Mal gucken, wenn das jetzt ein Güterzug ist. Güterzug, Personenzug. 55, also okay, die würden so 60, 70 sein. Fährt dann eben nicht mit Dampf, der fährt dann eben mit Diesel, Elektro. 90, und die fahren dann, glaube auch alle 90, genau. Betriebskosten sind bei 889. Müssten wir jetzt, da muss man jetzt eben das riesengroße Rechenbeispiel rausbringen und sagen, wir vielleicht, um ihn doch fahren zu lassen, was ich vielleicht dann doch mal so zeigen könnte. Wie gesagt, 60 Mann, der braucht 5. Also so haben wir jetzt gerade gesehen, so 60 sind immer. Dann bräuchten wir davon 5. Und das heißt, der hat eine Million Betriebskosten schon. 1,125 Millionen. Ob das dann wirklich so sinnvoll ist, das möge man bezweifeln. Weil Dampfzüge gibt es nicht mehr. Außer den hier noch. Und das ist der etwas in der teuren Version. Die möchte ich gar nicht fahren lassen. Lohnt sich eigentlich noch gar nicht. Oder nicht auf der Strecke zumindest, finde ich das. Und da wir jetzt eh schon Elektro haben, brauche ich gar keinen mehr einzusetzen. Es sei denn, der ist noch mit Diesel. Würde es vielleicht noch sinnvollerweise den zu zeigen geben. Dann kommen ja noch immerhin neue Waggons dazu. Nach denen hier kommt natürlich noch einer. Dafür sollten wir irgendwann mal das Jahr erreicht haben. Und dann kann man dann sehen, was man da macht. Also hier müssen wir uns dann überlegen, ob ich den zeige oder nicht, diesen Schienenbus. Also ich finde ihn wirklich totalen Blödsinn, den jetzt in dieser Jahreszeit, beziehungsweise in diesem Jahrhundert, 1950, die Dreh, den rauszubringen. Der wäre meines Erachtens 50 Jahre früher einwandfrei, aber jetzt sage ich total unbrauchbar. Gut, dann war es es erstmal von mir aus, von Train Fever. Ich hoffe, ihr schaltet wieder bei der nächsten Folge ein, bei Train Fever. Das ist dann die 38. Folge, also 3.8. Ich bin gespannt, wie viele Folgen wir noch brauchen, euch zeigen werden, bis wir irgendwann mal das Jahr 2000 erreicht haben. Hier sind es im Spiel noch 50 Jahre. Dauert noch ein bisschen wenig. Also es geht natürlich auch nicht ab bis 2000 ins Ende. Also hier geht es sogar noch weiter dann. Ich will dann bloß sehen, ob wir dann weiter plus wird erwirtschaften oder ob wir dann wirklich bankrott gehen. Gut. Dann nochmals. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder in der 38. Folge ein. Ich hoffe noch, ihr verzeiht mir, dass jetzt die beiden Folgen so spät kamen. Also die 37. hinter mir kommt. 37, jetzt bin ich bald schon durcheinander. Die 36. Folge dahinter. Und jetzt die 37. Folge ein bisschen so spät kam, weil ich habe noch ein bisschen was anderes getan. Und hoffe dann in den nächsten Folgen euch dann ein bisschen auf den Laufenden zu halten. Also es wird auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr kommen. Das sei jetzt mal so versprochen. Und das werde ich auch hoffentlich halten, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut dann wieder, schaut wieder rein bei der nächsten Folge. Gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Oder abonniert mich ganz und gar, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Und dann sage ich nochmal Tschüss und bye bye.